Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Es regnet nicht. Und damit ist der heutige Tag schon mal bedeutend besser als der gestrige. Gestern habe ich nichts gevloggt, ich habe auch insgesamt nicht viel gemacht. Ich war ein bisschen in der Library in Invercargill und ansonsten, lief nichts. Heute also schon mal kein Regen, nicht schlecht. Allerdings habe ich auch heute nicht besonders viel vor. Es geht jetzt erst ein Rundchen nach Invercargill. Ich werde euch da auch ein bisschen was zeigen. Es ist eigentlich ein ganz schönes kleines Städtchen. In Abhängigkeit des Wetters natürlich. Wenn es jetzt spontan wieder extremstes Regnen anfangen sollte oder mir gar die Linse beschlägt, dann mal schauen, was daraus wird. Im Anschluss daran geht es nordwärts und zwar nach Lumsden. Auch dort gibt es, soweit ich weiß, nicht viel. Wer weiß, ob das überhaupt eine richtige Stadt ist. Da bin ich mir nämlich inzwischen auch immer gar nicht mehr so sicher. Sachen, die auf Google Maps wie eine Stadt gekennzeichnet sind, das ist manchmal wirklich nur ein Hotel oder ein Inn. Ja? Das muss nicht unbedingt wirklich eine Stadt sein, nur weil da Name auf Google Maps steht. Zumindest nicht, wenn man in Neuseeland unterwegs ist. Ja, das Ganze ist eigentlich mehr oder weniger einfach nur alles der Weg in den Norden nach Queenstown, wo ich in den nächsten 2 Tagen dann, ja, mehr oder weniger übermorgen, schätze ich mal, ankommen möchte. Und vielleicht auch ein paar Tage verbringen, bis einfach das Wetter besser wird. Das ist im Moment absolut terrible. Es regnet jeden Tag nur, es ist nur dunkel, es ist verhältnismäßig kalt, es ist eigentlich Hochsommer, das muss man sich halt mal vor Augen führen. Aber gut, ist halt jetzt im Moment so, kann ich auch nichts dran machen, außer versuchen es irgendwie halbwegs sinnvoll zu überbrücken. Und naja, nach Queenstown stehen dann ohnehin die Fjordlands und Milford Sound und Co. an. Dort ist ohnehin immer scheiß Wetter, deswegen ist es relativ egal. Los geht's! Angekommen in Invercargill, schon vor ein paar Minuten, aber es hat so lange gedauert, bis ich einen Spot gefunden habe, wo kein Wind geht. Aber heute gibt es sogar sowas hier zu sehen. Blauer Himmel. Einfach so. Gab es gestern gar nicht. Vorgestern bin ich mir auch nicht so sicher. Okay, das war eine kleine Tour durch Invercargill. Viel mehr, als ich euch jetzt gerade gezeigt habe, gibt es hier eigentlich auch nicht. Es ist wirklich eine relativ kleine Stadt, aber mit einem recht schönen kleinen Stadtzentrum eigentlich. Jetzt geht es natürlich, wenn ich schon mal hier bin, noch kurz ins Library. Dafür werde ich mein Auto noch umparken müssen, denn hier darf man maximal eine Stunde am Stück parken. Und ja, gerade so diese Parkaufseher-Menschen hier in Neuseeland sind wirklich sehr aggressiv. Man hat hier üblicherweise nicht so diese typischen Zettelchen, die man sich in die Windschutzscheibe legt, sondern die laufen einfach so mit Stöckchen rum, wo sie ein Stück, keine Ahnung, was irgendwie vorne dran haben, Autoreifen markieren. Und naja, wenn du dann halt über die Zeit bist, dann kriegst du dein Ticket. Und das machen die sogar auf Supermarktparkplätzen und so weiter. Also man kann auch nicht irgendwie mal schnell sagen, na gut, parke ich halt bei McDonald's drauf geschissen. Geht in Neuseeland auch nicht. Ziemlich fies, deswegen geht es um die Ecke. Library hat auch ein eigenes Parkhaus. Ist tatsächlich sogar günstiger als auf der Straße parken, habe ich gerade rausgefunden. Und da geht's jetzt hin. Gut. Pay by Space nennt sich jetzt dieses System hier, nachdem man hier bezahlt. Ich bin hier quasi gratis reingefahren. Habe kein so ein Zettelchen gekriegt wie bei einem normalen, regulären deutschen oder italienischen Parkhaus. Jetzt ist hier so eine Bezahlbox. Da muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie meine Parkplatznummer eingeben. Okay, ich habe jetzt hier einfach meine Nummer eingegeben. Bisschen was bezahlt. Läuft wie eine normale Parkuhr, was ich, by the way, mega scheiße finde. Parkuhren sind kacke. Immer wissen zu müssen, wie lange man hier parkt. Woher soll ich das wissen? Ich parke hier doch nur. So, 2 Stunden im Library verbracht. Nein, mehr als 2 Stunden. 3 Stunden im Library verbracht. Eine Sache hier in diesem Library muss ich euch aber noch zeigen. Habe ich so noch nicht gesehen. Welcome to Exolum. Please press button to close and lock door.
to unlock door. Das dürfte hier wohl die ungewöhnlichste Toilette sein, auf der ich jemals war. Doch nun eine eher ungewöhnliche Erfahrung. Jetzt gehe ich eine Kleinigkeit essen und dann machen wir uns auf den Weg nordwärts. Okay, ich hatte einen kleinen Stop bei Burger Fuel und ja, ich weiß, ich verbringe viel zu viel Zeit bei Burger Fuel, aber es gibt tatsächlich nur 3 Städte auf der ganzen Südinsel von Neuseeland, in denen es überhaupt Burger Fuel gibt. Christchurch, Timaru und hier in Invercargill. Das heißt, auf der ganzen Westküstengeschichte, in der ich die ganze nächste Zeit unterwegs sein werde, und auch in Queenstown, gibt es keinen Burger Fuel. Das heißt, ich werde sehr, sehr lange keinen Burger Fuel mehr von innen sehen. Deswegen musste das heute nochmal sein. Und jetzt bin ich hier bei Pack and Save, noch ein bisschen Dosenfutter organisieren für die nächsten Tage. Und dann geht's nordwärts. Gut, Vorräte wieder up to date. 2 Sachen weiß ich jetzt schon, habe ich vergessen. Aber irgendwo einen kleinen Supermarkt findet man bestimmt mal wieder. Da braucht man nicht Pack and Save dafür. Jetzt geht's endlich nordwärts in Richtung Lumsden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es auf dem Weg dorthin irgendwas Sehenswertes gibt. Wenn ja, wenn wir uns auf jeden Fall anschauen. Wenn nein, dann Lumsden. Angekommen am Campingplatz von Lumsden. Sehr interessant. Man kann hier einfach auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs, hier stehen auch alte Züge und so ein Stuff in der Gegend rum, sich einfach hinparken und über Nacht campen. Das ist ungewöhnlich, aber auch cool. Und es gibt Toiletten und Mülleimer. Lumsden! Es sind mittlerweile wieder ein paar Stunden vergangen. Ich bin immer noch hier auf dem Campingplatz. Das hat sich inzwischen ganz schön gefüllt. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen was zu Abendessen. Es gibt mal wieder Pasta mit Thunfisch. Hatte ich schon länger nicht mehr. Und dann war es das auch schon für heute. Klingt verrückt. Auf diesem Campingplatz hat man tatsächlich sogar Wi-Fi von der Library gegenüber. Deswegen habe ich schon eine Vermutung, wo ich morgen früh erstmal hingehe. Und ja, morgen geht es weiter in Richtung Queenstown. Und das wird lästig.